So Leute, mal wieder ein kleiner Bericht von der Front. Ich wollte mich nicht unbedingt ins Wochenende verabschieden, ohne kurz ein paar Worte loszuwerden. Und zwar muss ich erstmal, das darf ich überhaupt nicht vergessen, allen Leuten Danke sagen, die mich auf der Knife 23 in Solingen besucht haben, an meinem Stand. Wie ihr wisst, war ich dort mit dem Heintje Eck zusammen. Der Heintje ist mittlerweile wirklich ein guter Schleifkumpel. Und er hat sich angeboten, beziehungsweise ich habe ihn gefragt, ob er mir vielleicht helfen würde. Das hat er gemacht. Und mein allergrößten Respekt vor der Arbeit, die er geleistet hat. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, es waren, glaube ich, an den 2 Tagen waren 3000 Besucher auf der Knife. Und gefühlt waren alle 3000 auch an meinem Stand. Du hast mit jemandem gesprochen. Hast einmal nach unten geguckt, hast einen Goniometer nehmen wollen oder sonst was, hast wieder hochgeguckt und wolltest mit dem weiterreden, dann war er schon 2 Meter weiter, weil sie ihn weitergeschoben hatten. Also es war wirklich Stress hoch 10. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre so gern auch an allen anderen Ständen vorbeigegangen, auch die ganzen Messermacher, das sind ja eigentlich alles auch potenzielle Kunden für mich. Wir hatten überhaupt nicht die Möglichkeit. Ich glaube, ich war im unteren Stockwerk, wenn es 5 Minuten waren, wo ich einfach mal durchgerannt bin, um einfach mal zu sehen, was Sache ist, dann war es viel. Wir waren also total ausgelastet und teilweise auch überlastet. Und da muss ich natürlich jetzt auch den Leuten, die wirklich gekommen sind auf die Knife, um mit mir zu sprechen und auch mal mit mir ein bisschen zu fachsimpeln oder sonst was, Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht mehr Zeit für euch hatte. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht irgendwo im Ruhrgebiet oder Raum Köln oder Wuppertal oder so die Ecke mal einfach vielleicht mal einen Freitagabend oder einen Samstagabend mal einen Stammtisch veranstalten soll, wo jeder hinkommen darf, dort aus der Ecke bis 50 Kilometer oder so ist ja kein Problem und das sind jede Menge Leute. Und es tut mir wirklich richtig leid, die dann vielleicht extra auch wegen mir gekommen sind zur Messe. Und ich habe einfach nicht die Zeit für die gehabt. Und das ist also für mich was ganz Schlimmes. Nächstes Jahr werde ich da mit Sicherheit wieder ausstellen. Aber nächstes Jahr werde ich am Messestand gar nichts machen. Das soll dann mein neuer Partner. Und vielleicht geht der Heintje ja auch wieder mit. Und ich will ja auch einen Junior einlernen auf die Messer, das kriegt ihr alles noch mit der Zeit. Das sollen die dann machen und ich kümmere mich eigentlich eher um die Leute, die zu Besuch kommen und einfach mal quatschen wollen oder auch die anderen Stände, Messermacher etc., dass man da mal ins Gespräch kommt. Aber das ist noch Zukunftsmusik. So, was ist geplant? Ach übrigens, ich habe heute ein wunderschönes Messer bekommen von Messermacher. Schaut mal, das Ding sieht richtig gut aus. Und der wollte doch einfach mal sehen, wie scharf man ein solches Messer auf der Tormek bekommen kann. Und ich werde das Messer in 20 Grad schleifen, weil er hat gesagt, ihm gefällt das sehr, wenn an so einem Damastmesser eine kleine und feine Schneide dran ist. Und dann bieten sich die 20 Grad an. Das Messer hat 61 HRC. Der Griff ist aus Mammutzahn irgendwie. Ich muss mal gucken. Er hat was geschrieben. Warte mal, das weiß ich doch. Also ist Damaststahl mit 61 HRC mit Mammutbackenzahn. Ja. Die Messermacher unter euch kennen sich aus oder die Messerliebhaber. Also ich denke mal, das hier hinten ist Mammutbackenzahn, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein wunderschönes Messer und das werde ich vermutlich morgen dann auf der Tormek schleifen. Da mache ich dann auch ein Video dazu. So, und was ich auch ausprobieren möchte, weil nächste Woche kommen die neuen CBN 800 Räder. Ich werde mein CBN 1000 ja, vergleichen mit meinem CBN 800. Mit dem habe ich übrigens auf der Knife in Solingen
alle Messer, die wir dort geschliffen haben, und das waren einige, auf der Tormek habe ich mit dem CBN 800 gefinisht und bin danach übers Filzrad. Und ich konnte wirklich keinen Unterschied feststellen, zumindest von der Schärfe her, zwischen 800er und 1000er. Das 1000er habe ich auf der Knife gar nicht benutzt. Ich werde aber das 1000er nochmal, weil das ist auch noch fast neu, das werde ich noch einschleifen vorher auf diesen Messern. Ja, und auch natürlich auf diesem Messer, sodass das 800er keinen Körnungsvorsprung hat sozusagen, weil das sind jetzt mit Sicherheit 15 Messer oder so sind da jetzt drüber gelaufen auf der Knife. Allerdings jedes Messer immer nur zweimal vor und zurück, aber das ist ja egal. Das ist auf jeden Fall jetzt schön smooth, ich merke das. Und was ich machen möchte ist, ich nehme dann ganz einfach mein Eden Kanso, das sieht momentan noch ein bisschen verhunzt aus. Dann werde ich die eine Seite normal schleifen, mit, wahrscheinlich fange ich beim CBN 400 an, gehe dann auf den 1000er und dann schleife ich die andere Seite mit dem CBN 400 und dem 800er und dann gehe ich unter das Mikroskop mit beiden Seiten und dann gehe ich auf beiden Seiten mit dem 6 Mikron Diamantrad drüber und dann gehen wir wieder unter das Mikroskop und schauen uns das Ganze mal an und messen dann auch mal die Schärfe. Ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass wir keinen signifikanten Unterschied sehen werden, aber ich bin mir nicht sicher und ihr könnt euch darauf verlassen, ich werde das auf jeden Fall fair und sauber machen. Der Hintergrund der ganzen Geschichte bei den CBN 1000 Rädern, hast du immer wieder mal eine Reklamation. Das ist zwar, ja, ich sag mal, von 100 Rädern sind das 2, aber das sind mir 2 zu viel. Ich fahre eigentlich eine Null-Reklamationspolitik. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie sowas aussehen könnte. Ja, so sieht das aus. Da zieht die Beschichtung Blasen. Da ist praktisch die Beschichtung in irgendeiner Form beschädigt worden, weil die ist ja wirklich beim CBN 1000 hauchdünn. Jetzt ist da ein kleines Loch drin, zum Beispiel mit einem spitzen Gegenstand dagegen gefahren oder so. Dann drückt sich da beim Schleifen das Wasser unter die Beschichtung und irgendwann platzt die auf. Und die Beschichtung fliegt dort davon. Ihr könnt deswegen trotzdem weiterschleifen, da passiert nichts. Aber es ist natürlich ärgerlich. Ja? Auf der anderen Seite bekomme ich dann wieder Mails. Oh, Gott sei Dank habe ich noch einen 1000er bekommen. Das Ding ist ja hammerhart, das bereitet die Schneide so toll vor und so weiter. Und da möchte ich wirklich schauen, und zwar fair schauen, ob das 800er das auch kann. Weil da ist die Beschichtung deutlich unempfindlicher. Es wäre ein Vorteil für alle. Es wäre ein Vorteil für mich. Ich habe nicht so viele Reklamationen. Es wäre ein Vorteil für euch. Ihr könnt euch an eurem Rad einfach freuen, dass es gute Ergebnisse abliefert. Aber wie gesagt, das werden wir durchtesten. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das wäre das, was die nächsten Tage ansteht. Hier habe ich noch auf der Seite, wo ich jetzt nicht so im Bild habe, habe ich noch ziemlich Chaos. Hier drüben sieht schon wieder einigermaßen ordentlich aus. Was ich auch noch habe, das mache ich dann über Facebook. In unserem Facebook-Kanal mache ich das dann. Ich habe hier noch 3 Filzräder, für die habe ich keinen Bedarf. Allerdings haben die kein Tormek-Loch. Das heißt, und die sind auch weicher. Also das hier zum Beispiel hat 0,52 bis 0,56 Gewicht pro Kubikzentimeter. Das ist beschichtet mit Chromiumoxid. Das habe ich früher mal genutzt. Jetzt fährt es mir eigentlich nur noch im Weg rum. Dann habe ich mir mal 2 Filzräder machen lassen in China, weil ich gedacht habe, ich komme da günstiger dran. Wie in Deutschland, günstiger ja, die kosten nicht mal ein Drittel von denen in Deutschland. Aber die haben halt vielleicht eine 60er, maximal 60er Härte. Wenn ich das vergleiche, na, sogar weniger wahrscheinlich. Also ich schätze mal eine 50er Härte. Zum Polieren sind die aber mit Sicherheit nicht verkehrt. Allerdings haben die ein 29 oder 30er Loch. Müsst ihr mal nachschauen. Das heißt, wer zum Beispiel ein
3D-Drucker zu Hause hat und sich so einen Adapter drucken kann, oder wer eine Dreherei, Fräserei an der Hand hat, wo er einen Kumpel hat, der ihm so einen Adapter drehen kann, 30 mm auf 12 mm, der hat für diese Räder mit Sicherheit Verwendung. Die drei Räder, die werde ich praktisch in der Facebook-Gruppe anbieten. Und ich sag mal, ich möchte da nicht viel dafür haben. Ich sage einfach 20 Euro pro Rad inklusive Versand. Und diese 60 Euro, die ich dann bekomme, da werde ich euch dann zeigen, da mache ich eine Spendenquittung an Tafelladen oder ans Tierheim oder so, weiß ich noch nicht. Halte ich euch dann ins Bild im nächsten Video oder im übernächsten, wann sie halt verkauft sind. So, das war das, das war das. Ja, die Messerchen hier habe ich heute gekriegt, die werde ich schleifen, sodass das Tausender auch sauber eingeschliffen ist. Und dann bin ich gespannt auf den Test, was auch noch kommen wird. Warte. Das sind diese neuen Filzblöcke. Ja. Hier oben ist das Loch drin für den Winkelaufsteller oder für den Griff. Und ich habe einen, habe ich an Hans Heiner geschickt. Er soll den bitte mal ausprobieren. Diese Blöcke werden von den großen, kriege ich erstmal nur 20 Stück, weil ich hatte eigentlich 20 Muster bestellt. Habe jetzt aber mal zur Messe, hätten die eigentlich kommen sollen, sind aber leider erst Freitagmittags gekommen, da war ich schon unterwegs. Die sind in einer 100er Härte, das heißt, die Dinger sind knochenhart. Aber wenn ich da drüber fahre über den Filz, das fühlt sich so richtig hammer, hammer geil an. So, und jetzt könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass ich hier ohne jede Beschichtung zum Beispiel mal abziehe, den entgrate und dann hergehe und vielleicht auf ein zweites noch eine 0,25er drauf mache, anstatt dem Leder im Messerpflegeset so einen Filz nehme, weiß ich noch nicht. Ich muss es ausprobieren. Bestimmt eignen sich bestimmte Stähle besser fürs Leder, andere Stähle wiederum eignen sich besser für den Filz. Ich muss es einfach testen. Und für mich wirklich die optimale Testperson ist natürlich der Hans Heiner. Und der hat eine solche Platte gekriegt. Und ich gehe davon aus, der wird die auch irgendwann in nächster Zeit testen. Und dann hört er mit Sicherheit wieder einen völlig neutralen und wertvollen Bericht darüber, ob die Platten funktionieren, wie sie funktionieren. Das gleiche wird es dann noch geben in der gleichen Härte und in der gleichen Dicke. Die sind 6 mm oder auch 7. Ich habe zu meinem Hersteller gesagt, spielt keine Rolle, ob 6 oder 7 mm. Sie sollten halt nicht unter 6 mm sein. Für die Airmag und für den Multigrinder, wie die Leder aufgeklebt auf einem Aluminiumträger und dann 5 Ersatzfilzstreifen noch dazu. Und da schauen wir mal, ich weiß noch nicht genau, wie ich es aufteilen werde. Die 50 mm Filzräder werde ich vermutlich am Mittwoch abholen. Donnerstag ist Feiertag. Ich denke mal, dass die dann Freitag in den Shop kommen. Ansonsten kommen nächste Woche die CBN 800 Räder und es kommen jeweils 10 Diamanträder in 6 Mikron und 3 Mikron. Neue habe ich schon wieder bestellt, also keine Panik. Wenn nicht, müsste halt noch 3-4 Wochen warten, aber bestellt sind schon wieder welche. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht, ohne irgendwas groß zu zeigen heute. Wünsche euch was, lasst es euch gut gehen, schönes Restwochenende und man sieht sich nächste Woche auf jeden Fall mit diesem Video und auf jeden Fall mit diesem Test CBN 1000 und 800. Lasst es euch gut gehen, bis dann, ciao.